Auf eine Zeitreise durch die Technologien, von Elektrizitätslehre bis hin zur Nanotechnologie und weiter, begleitet sie Professor Dr. Guido Sand in seinem Modul Future Technology Basics. Der Blick in die Zukunft beginnt oft in der Vergangenheit. Die sogenannten Kondratjew-Zyklen sind lange Wellen der Konjunktur. Dabei lag jedem Aufschwung eine technische Basisinnovation zugrunde. Für die ersten 5 Kondratjew-Zyklen waren das die Dampfmaschine, die Eisenbahn, die Elektrotechnik, die Petrochemie und die Informationstechnik. Der 6. Kondratjew-Zyklus liegt noch vor uns. Für die technische Basisinnovation gibt es nach Meinung der Wissenschaft mehrere Kandidaten. Informationsdienste, Umwelttechnologie, Biotechnologie, Gesundheitsmarkt, Nanotechnologie, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge. Die letzten beiden sind Basistechnologien der Digitalisierung, die anderen aber nicht. Insbesondere mit diesen nicht digitalen Zukunftstechnologien wollen wir uns in diesem Modul befassen. Dabei möchte ich mit Ihnen den Zukunftstechnologien auf den Grund gehen. In diesem Modul lernen Sie anhand selbstgewählter Anwendungsbeispiele zu begründen, was das Neue einer Zukunftstechnologie ist, welche bisherigen technologischen Grenzen damit überwunden werden und wo die neuen Grenzen liegen. Ich begleite Sie auf Ihrem Weg in die Zukunft der Technologie. Mein Name ist Guido Sand, ich bin studierter Chemieingenieur, erfahrener Forscher und Professor für Automatisierungstechnik und ich gehe den Dingen gerne auf den Grund. Was es bedeutet, den Dingen auf den Grund zu gehen, das will ich Ihnen anhand eines neuartigen Werkstoffs verdeutlichen. Im Jahr 2010 haben Konstantin Novoselov und Andrei Geim den Physik-Nobelpreis für das Wundermaterial Graphen erhalten. Wissenschaftler erwarten, dass Computerchips oder Handy-Displays, Autos, Flugzeuge und Satelliten in Zukunft aus Graphen hergestellt werden. Aber woher kommt das Wundersame dieses Werkstoffs? Die Antwort auf diese Frage liefert die molekulare Struktur von Graphen. Graphen besteht genauso wie Graphit und Diamant aus Kohlenstoff, aber die Kohlenstoffteilchen sind anders angeordnet. Und diese besondere Anordnung führt dazu, dass Graphen gleichzeitig transparent, zugfest, flexibel, leicht und elektrisch leitfähig ist. Deshalb kann man aus Graphen zum Beispiel biegsame Handy-Displays herstellen. Mit diesem Grundverständnis begreifen Sie, welches Zukunftspotenzial Graphen besitzt, aber auch, wo seine technischen Grenzen liegen. Ich lade Sie herzlich ein, mit mir zusammen dieser und anderen Zukunftstechnologien auf den Grund zu gehen. Haben wir Ihr Interesse für dieses oder weitere Module geweckt? Dann informieren Sie sich jetzt unter lms-weiterbildung.hs-pforzheim.de.